Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Tethering. Das bedeutet auf Deutsch, wie bekommt ihr euer Live-Bild an eurer Kamera direkt auf den Desktop eures PCs, eures Laptops projiziert? Und wir gehen das jetzt mal Stück für Stück durch. Viel Spaß mit diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir gehen das Video mal Stück für Stück durch, beziehungsweise ich leite euch mal so ein bisschen an und dazu habe ich mir ein paar Sachen hier auch aufgeschrieben. Mein Laptop steht direkt vor mir, meine Kamera ist hier schon startbereit für euch und ich zeige euch, wie man das ganz einfach machen kann. Was ist Tethering überhaupt? Tethering ist im Grunde eine Übertragungsmöglichkeit eurer Bilder, eurer Kamera direkt in einen Laptop hinein. Und das Ganze, wie man hier schon sehen kann, funktioniert mit einem Kabel, also ein kabelgebundenes System. Das heißt, ich schließe einfach die Kamera einfach an meinem Laptop oder an meinem Desktop-PC an, je nachdem, was du halt nutzt, und kann sozusagen meine Kamera über den Desktop steuern, über den PC steuern, aber auch ganz normal über die Kamera steuern und vor allem kann ich mein Bild, was ich halt geschossen habe, das kann ich mir direkt im PC anschauen. Das hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile, wie man schwer erkennen kann. Und zwar hast du direkt ein Live-Bild in den PC reinprojiziert. Das heißt, du kannst viel besser reinzoomen. Das macht sich bei Porträtaufnahmen sehr, sehr gut. Das heißt, du kannst sehr gut die Schärfe auch kontrollieren. Wesentlich besser als auf dem kleinen Display der Kamera. Und du kannst natürlich auch sofort, sage ich mal, mit deinem Kunden, den du vielleicht auch dabei hast, kannst du sofort einschätzen, ist das Bild jetzt so, wie er sich das vorstellt oder eben nicht. Und das hat natürlich einen Vorteil, im Gegensatz, wenn du die Kamera einfach dem Kunden beispielsweise zeigst und sagst, hier, guck mal auf das Bild drauf, guck dir mal an, ist das so okay für dich, gefällt dir das so, ist ein bisschen schwierig. Deswegen hat Tethering ziemlich viele Vorteile und die erkläre ich dir oder die zeige ich dir heute einfach auch. Ein sinnvoller oder weiterer Bereich, warum es sinnvoll ist, ist natürlich auch, du kannst es natürlich auch indoor gut einsetzen. Das heißt, so wie ich jetzt hier, ich habe mir einfach so einen Tisch hier hingestellt, habe den Laptop hier drauf stehen, kann ganz entspannt auch vom Stativ aus fotografieren. Du kannst die Kamera auch logischerweise angeschlossen lassen und kannst sozusagen auf den Auslöser in der, im Laptop oder im PC einfach klicken und kannst sozusagen die Kamera einfach freihändig steuern. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile, gerade auch, wenn du vielleicht Produktfotografie machst, wenn du Makrofotografie machst. Du musst nicht also an die Kamera direkt rangehen. Du kannst auch in der Software direkt alle Einstellungen vornehmen und die Kamera übernimmt das sofort und dann kannst du das Bild direkt in die, in den Desktop oder in den Laptop hinein projizieren. Jetzt beschäftigen wir uns mal dazu, was du eigentlich brauchst. Die meisten Sachen habe ich schon gesagt. Du brauchst auf jeden Fall erstmal ein sogenanntes Tether-Kabel. Da gibt es von Amazon ganz günstige, die würde ich mal verlinken. Ich muss dazu aber gleich sagen, ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen bin ich nachher irgendwann mal umgestiegen und zwar auf die Firma Tether Tools. Das sind diese orangenen Kabel. Die waren auch in meinen Augen etwas oder sind etwas robuster und langlebiger. Und die wurschteln sich nicht immer so schnell rum. Ja? Das war für mich auch so ein Punkt. Also die liegen halt schön einfach runter. Und wenn ich das Ding jetzt hier an die Kamera einfach anschließen würde, oder ich mache es einfach mal, dann ist das Kabel halt schön fest an der Kamera dran. Ich kann so fotografieren, ich kann so fotografieren und es bamselt mir nicht zu viel daran rum. Klar ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du fotografierst. Du musst also auch bedenken, dass da halt ein Kabel logischerweise an der Kamera dran hängt. Aber wie schon gesagt, hat das für mich eigentlich sehr, sehr viele Vorteile und deswegen nutze ich also sehr gerne die Firma Tether Tools. Kabel sind auch etwas teurer als die von Amazon, aber Zweckskompatibilität habe ich damit nie Probleme gehabt. Das heißt, ich habe es einfach angeschlossen und immer hat es funktioniert. Natürlich brauchst du noch weitere Dinge, um das Ganze natürlich vollziehen zu können. Du brauchst eine Software. Da empfehle ich die Imagine Edge Software von Sony, weil ich hier auch die Sony Kamera benutze. Du kannst aber auch Lightroom benutzen, du kannst Capture One benutzen. Du kannst eigentlich jedes andere Bildbearbeitungsprogramm auch benutzen. Voraussetzung logischerweise ist, dass du deine Bilder halt mit der Software dann übertragen kannst. Das musst du einfach mal schauen. Aber ich nutze jetzt hier die kostenfreie Version Imagine Edge und da hast du halt den Remote Desktop drinne und den Viewer. Das heißt, du hast also die Software einfach im Paket komplett, kannst auch sozusagen deine Bilder bearbeiten mit dieser Software direkt im PC, wenn es reinprojiziert wurde und kannst einfach auch, wie schon erwähnt, ganz einfach die Einstellung schon vorab vornehmen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil natürlich, wie kannst du das Ganze sinnvoll nutzen? Das heißt, wie schließt du es an? Logischerweise erstmal die Software runterladen. Ich würde für die Imagine
falschen Software, auf jeden Fall mal einen Link unten in die Beschreibung reinpacken. Die kannst du dir einfach, wie gesagt, kostenfrei runterladen. Ist Sony-kompatibel. Ich habe es ehrlicherweise nicht mit anderen Kameras probiert, also mit Canon oder mit Fuji oder wie auch immer. Test es am besten mal aus. Falls du es getestet hast, lass es mich gerne mal wissen. Würde mich mal sehr interessieren, ob das auch klappt mit anderen Kameraherstellern, sollte eigentlich. Also wie gesagt, test es mal aus und dann gib mir doch gerne mal ein Feedback dazu. Dann machst du Folgendes, du musst deine Kamera erstmal einstellen. Ja, das zeige ich dir auch hier nochmal. Du musst auf jeden Fall den Flugzeugmodus ausschalten. Also nicht den Flugzeugmodus anlassen, weil dann wird es nicht funktionieren. Dann meckert die Kamera rum, beziehungsweise am Desktop bekommst du eine Information, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Erster Step ist auf jeden Fall den Flugzeugmodus ausschalten. Ja, dass du im Grunde alles bedienen kannst, dass auch die Übertragung gewährleistet ist. Als nächstes musst du die Fernbedienung deiner Kamera einschalten. Das ist bei Sony ganz einfach. Da gehst du einfach auf den Reiter mit dem Koffer und dann steht dort einmal der Punkt Fernbedienung. Die kannst du dann logischerweise auf einstellen und dann bist du kameratechnisch schon mal auf der sicheren Seite. Als nächsten Punkt machst du einfach Folgendes. Du nimmst das Kabel das Ende deines Kabels nimmst du ganz einfach, steckst es in den Laptop oder in den PC hinein und dann steckst du es halt hier mit der HDMI-Verbindung einfach auch hinein. Und erst dann startest du die Software. Nicht die Software, wenn möglich, vorher starten, dann musst du sie einmal wieder ausmachen. Ansonsten gibt es da auch Probleme, deswegen empfehle ich dir einfach, erst alles anschließen und ganz zum Schluss dann die Software starten und dann hast du damit auch keine Probleme. Und wie du jetzt hier auf meinem Desktop auch sehen kannst, du kannst ganz normal alles anschließen, du kannst hier die Kameraeinstellungen vornehmen und kannst auch ISO verändern, Verschlusszeit verändern, Blende verändern. Das dauert einen Moment, weil die Software das erstmal übertragen muss in die Kamera hinein, aber das funktioniert problemlos und du kannst dann auch, wie gesagt, sofort ein Foto machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal auf den Auslöser auf dem Desktop drücke, dann siehst du, es funktioniert und das Bild wird sofort in meinen Desktop übertragen und ich kann sofort sehen, ist das Bild scharf, ist es so, wie ich es mir vorstelle oder muss ich irgendwas verändern. Okay, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen hilfreich für dich. Wenn es dir geholfen hat, lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Teile das Video vor allem mit Leuten, die es interessieren könnte. Und wenn du Fragen hast zum Thema Tethering, dann schreib es einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deiner Kamera und zukünftig mit tollen Bildern über das Thema Tethering. Alles Gute, dein Mike. Bis bald. Ciao, ciao.